ist sie, die neue Miss Kärnten 2015. Franziska Sumbaras. Mit den Maßen 80-61-80 hat sich die Blondine aus St. Egiden gegen 13 Konkurrentinnen durchgesetzt. Gewählt wurde die neue Kärntner Königin im Schlosshotel Felden. Stunden zuvor in den Garderoben. Herzklopfen pur. Letzte Handgriffe, Spiegelselfie und die Frage: Soll ein Kärntner Madel mit Dialekt oder Hochdeutsch vor die Jury? Was kommt besser an? Womit kann man punkten? Denn letztlich zählt, Sie wissen schon, das sogenannte Gesamtpaket. Ich rede leider echt ziemlich brutal im Dialekt. Das hört man vielleicht ein bisschen. Aber ja, nein, ich will mich auch nicht verstellen, weil das bin ich nicht, wenn ich jetzt Hochdeutsch rede. Es ist schon schwierig, weil man fällt dann immer in so eine Mischform aus Dialekt und ein paar hochdeutsche Wörter. Aber ich denke, es ist wahrscheinlich am besten, wenn man nur im Dialekt redet, weil so spricht man oder redet man sonst ja auch. Gesprochen wird auch am Gang. Letztes Warm-up zwischen Moderator Volker Piszek und den Missen der letzten zwei Jahre. Bald ist die amtierende Miss ihr Krönchen los. Ich muss sagen, ich sehe es mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Natürlich weinend, weil es ja einfach so schnell vergangen ist. Unfassbar eigentlich, wenn man jetzt denkt, vor einem Jahr bin ich jetzt da in die Kabine gestanden, habe mich umgezogen und war total nervös. Das Lachende ist natürlich, irgendwer freut sich heute extrem über ein Auto, über eine Schärpe, einfach als Miss Kärnten ab morgen dort zu stehen. Und ich gönne ihr einfach das Beste für das Jahr. Wie die Miss sitzt auch Mr. Kärnten 2014 in der Jury. Wir schauen, dass es keine Magermodels sind, sondern dass wirklich die Proportionen passen. Sie muss glücklich sein und sie muss ein wirklich schönes Ausstrahlen haben. Kandidatinnen, ja Prinzessinnen im Ballsaal. Mit Roben, Casual Wear und Dessous. Da schnellen die Punkte hoch. That's Life swingt der Moderator, der übrigens auf Kärntner Dialekt steht. Ich bin ja Beutekärntner, meine Frau ist Kärntnerin. Also ich mag ja den Kärntner Dialekt sehr, muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß gar nicht, ob das ihr von, ich weiß nicht. Oh ja, oh ja, ich bin Beutekärntner, ich habe eine Kärntnerin erbeutet. Letzter Durchgang, die letzten drei. Spannung pur. Für die Miss Kärnten 2015. Und schließlich ein knappes Ergebnis. Franziska Sumbaras, ich glaube, dass ganz zum Schluss nochmal das goldene Abendkleid ausschlaggebend war für die Nummer 1. Deshalb ist es die Nummer 8 nicht geworden, aber es sind beide sehr hübsche Mädels. Alle drei sind sehr hübsche Mädels, hätten sie alle drei verdient. Und in dem Fall ist es ja auch egal, weil die Vize-Miss Kärnten ja auch zum Finale fahren kann. Also ich habe heute Morgen schon mal bei den Proben zugesehen, da waren die Mädels noch ungeschminkt und ich habe mir eigentlich gedacht, also sie wird, weil sie hat absolutes Miss Austria-Niveau von den Kandidatinnen. Sie kann sich super bewegen, ist total ein markanter Typ, also mit einem tollen Wiedererkennungswert und ist einfach wirklich eine sehr elegante, feine junge Frau und auch die Zweitplatzierte ist toll. Und ich freue mich schon, wenn ich die beiden dann bei der Miss Austria Akademie sehe. Ich glaube, es war bei ihr jetzt der letzte Kick, sie ist rhetorisch sehr, sehr gut gewesen. Und ich glaube, da hat sie sich die Punkte geholt, die ihr jetzt zum Sieg verholfen haben. Offensichtlich doch Hochdeutsch vor Kärntnerisch. Und was sagt die frisch gebackene Miss dazu? Ich glaube, es ist eher die Natürlichkeit. Und bei mir, wenn ich versuche, Kärntnerisch zu reden, bei mir kommt dann immer das Hochdeutsch durch. Und das ist halt meine Art von Natürlichkeit. Und ich glaube, es ist egal, was man jetzt tut, es muss einem nur liegen. In dem Fall spricht sie vielleicht privat auch Hochdeutsch. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber wenn das so ist, dann passt das, ja. Bei ihr passt es auf alle Fälle. Die 21-Jährige studiert in Wien Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Eine Sprecherausbildung hat sie auch noch. Und sonst mag sie es richtig heiß. Ich mache wahnsinnig gern Bikram-Yoga. Das ist Yoga in einer Sauna, richtig, richtig schwitzen, 90 Minuten lang. Wenn das nicht geht, dann normales Yoga. Oder hier am See natürlich schwimmen, Radfahren und laufen. Du gibst uns nicht um jetzt, Franziska Sumbaratz, die neue Königin von Kärnten, im Schlosshotel gekürt, mit ihrer Amtssprache Hochdeutsch. Und laut Missenchefin Silvia Schachermeier nicht nur deshalb absolut Miss Austria-tauglich.